Hallo, herzlich willkommen, liebe Gartenfreunde, zu einem neuen Video von den Profi-Amateuren hier auf unserem Gartenkanal. Unser heutiges Thema ist die Stecklingsvermehrung bei Geranien. Und zwar möchte ich meine Geranien gerne für nächstes Jahr überwintern, weil es schöne Sorten waren. Aber ich habe keine Lust, die ganzen Kästen irgendwo zu lagern und aufpassen, dass sie nicht erfrieren und bla. Und es ist einfach zu viel Arbeit, diese großen Pflanzen zu überwintern. Deswegen mache ich das ganz einfach, indem ich Stecklinge von den Altpflanzen ziehe und diese nur überwinter. Folgendermaßen geht man dabei vor. Man schneidet sich zuerst Triebe runter von den Pflanzen, die man überwintern möchte. Und macht es jetzt einfach mal. Also hier haben wir einfach einen Balkonkasten mit Geranien. Und das sind einfach so schöne rosane Blüten. Und die wachsen auch so gut. Die haben so viel geblüht heuer, obwohl die hier eigentlich relativ wenig Licht haben. Und deswegen habe ich mich entschlossen, sie zu vermehren. Hierzu sucht man sich diese Triebe aus. Das erkennt man daran, da hier einfach alle, also das ist die Knospe und alles, alle Blätter und Blüten, die noch kommen werden, sind hier veranlagt. Hier ist auch eine kleine Blüte zum Beispiel. Die schneidet man ungefähr 8 bis 10 cm ab. Einfach so. Das werde ich jetzt mal bei ein paar Trieben machen. Wenn ihr verschiedene Sorten habt, müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr sie nicht vermischt. Das ist jetzt eine rote. So, vielleicht noch eine rote hier. Gut. Die nehmen wir jetzt mal mit und sehen uns gleich wieder. Ja, wir haben jetzt hier unsere Triebe von der rosanen Sorte, von der roten Sorte. Und hier habe ich so kleine Kokos-Schwemmtöpfchen, so Kokos-Schwemmtöpfchen. Die benutze ich eigentlich überhaupt nicht gern wegen der Kokosfaser darin, weil das einfach nicht umweltfreundlich ist und man das eigentlich nicht braucht. Aber die habe ich jetzt noch daheim rumliegen gehabt. Die habe ich vor Jahren mal geschenkt bekommen und deswegen benutze ich die jetzt für diese Vermehrung. Aber normal bin ich ein strikter Gegner von diesen Kokosfasern und auch von Erde, wo Kokosfaser mit drin ist. Wir haben jetzt hier unseren Trieb ungefähr 5 bis 8 cm lang. Die Blüten brauchen wir natürlich nicht. Nehmt euch ein scharfes Messer. Ich habe jetzt hier einfach so ein Cuttermesser, so ein Teppichmesser genommen. Einfach hier einen sauberen Schnitt durchführen. Die Blätter entfernen. Also bis auf eins. Ich habe jetzt hier dieses kleine und dieses große genommen. Und dann den Steckling einfach hier in den Erdpresstopf stecken. Ihr könnt es natürlich auch in kleinen Töpfchen machen mit Anzuchterde oder sonst irgendwas. Ihr könnt auch so, da gibt es so Pulver, was extra gut für Wurzelbildung ist. Wenn ihr da skeptisch seid, dass sie angehen, könnt ihr das benutzen. Ich zeige es einfach ganz nochmal. Ich schneide den hier über dieser Astgabel ab. Die Blüte natürlich ab, Blätter ab und hier kommt eine Blüte, die mache ich auch noch ab und setze den dann wieder in so ein Töpfchen.
Die sind jetzt, ich habe die gerade erst bewässert, also die sind noch nicht so schön aufgegangen. Deswegen halten die noch nicht so gut, aber die ziehen dann nach und nach das Wasser. Einfach nochmal zur Veranschaulichung. Die Blätter vorsichtig entfernen. Nochmal einen sauberen Schnitt. Blütenansätze entfernen. Und einfach rein in das Töpfchen. Ihr könnt die auch, ich weiß nicht, was besser ist, könnt ihr auch ein bisschen schräg anschneiden, um die Oberfläche zu erhöhen, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Und sie dann reinsetzen. Ja, ich habe das jetzt hier fertig gemacht. Wenn ihr verschiedene Sorten habt, müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr die kennzeichnet. Dass ich habe die beiden jetzt getrennt hingestellt, dass es einfach zu keiner Vermischung kommt. Wir stellen das jetzt ins Wohnzimmer, wo es schön warm ist, dass die Wurzeln schön anwachsen können. Ich mache noch eine Haube drauf. Das ist so ein Mini-Gewächshaus, wie man es überall kennt. Die kommt dann drauf, dass sich die Feuchtigkeit und die Wärme hält. Und das geht dann nach ein paar Tagen schon los mit der Bewurzelung. Und nach 1 bis 2 Wochen müssen die schon ganz schön Wurzeln aufweisen. Ihr seht ja dann, wenn die Wurzeln durch den Ballen ragen, dann könnt ihr sie umtopfen in kleine Töpfchen und am besten kühl irgendwo hinstellen. Wo Licht ist, frostfrei, aber trotzdem kühl, dass die Pflanze halt in ihre Winterruhe kommt. Und im Frühjahr, dann im Februar, könnt ihr sie ins Warme holen. Viel Licht braucht sie dann, dass sie nicht zu hoch schießt. Und dann, dann könnt ihr sie einfach wachsen lassen, in größeren Töpfen gegebenenfalls, je nachdem wie groß sie ist. Und dann nach den Eisheiligen könnt ihr sie dann natürlich raus auf den Balkon oder wo auch immer hin pflanzen. Wir werden natürlich das Projekt hier im Auge behalten. Wir werden immer mal wieder in regelmäßigen Abständen uns die Geranien anschauen, wie sie sich entwickeln. Und ich bin gespannt, ich habe das selber noch nie gemacht und ich bin gespannt, ob das was wird. Solltet ihr Fragen zu den Geranien habt, zu der Stecklingsvermehrung, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet zum nächsten Video von den Profi-Amateuren hier auf unserem Gartenkanal.